ist das erste Konzert nach ihrem fulminanten ESC-Sieg. Conchita Wurst lässt es krachen und 10.000 Zuschauer in Wien feiern ihre liebste Drag Queen. Ausgestattet mit Regenbogenfahnen jubelt die Menge auf dem Ballhausplatz der bärtigen Sängerin zu. Und diese definiert Österreichs Rolle in der Welt neu. Das ist so. Mir bedeutet das unglaublich viel, zu spüren, dass ich nicht alleine bin. Und dass wir alle an eine Zukunft glauben, die ohne Diskriminierung und ohne Hass auskommt. Und ich finde, Österreich zählt zu diesen Ländern, die an das glauben. Und deswegen ehrt es mich so sehr, dass wir nächstes Jahr der Welt dieses Statement nochmal präsentieren dürfen. Dankeschön, Conchita! Zuvor wurde die Wurst mit bürgerlichem Namen Thomas Neuwirth vom österreichischen Bundeskanzler empfangen. Immerhin ist die Sängerin auf einmal eine geradezu diplomatische Allzweckwaffe für das Alpenland geworden, das bislang nicht immer mit toleranter Haltung Schlagzeilen machte. Aber nun ist ganz Österreich stolz auf seine Wurst, egal was sie singt.